Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an 03571 42540. Euerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Er ist wirklich schnell. Er ist wirklich preiswert. Er ist wirklich nett. Floris Hausmeister-Service. Von Möbelmontage bis Hausgeräteanschluss. Von der Abfallentsorgung bis zum Glühlampentausch. Vom Lüften der Wohnung bis zum Blumengießen. Flori ist überhaupt nicht teuer und in kleinen Sachen der Größte. Floris Hausmeister-Service einfach buchen. Telefon Hoyerswerda 46 73 0. 46 73 0 und im Netz unter lebensraume-hy.de. Ein wirklich tolles Angebot Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Montag, dem 22. Juli 2013. In der vergangenen Woche haben 600 Jugendliche aus Sachsen und Brandenburg auf ihrer Jugendweihefahrt das schöne Paris kennengelernt. Neben dem Eiffelturm wandelten sie auch auf den Spuren Ludwig des 14. in Versailles. Insgeheim haben sich doch die meisten Jugendlichen auf Disneyland Paris gefreut. Und wir zeigen Ihnen nun, was die Mädchen und Jungen dort alles erlebt haben. Unsere Paris-Reise neigt sich dem Ende zu. Heute ist unser letzter Tag in der französischen Hauptstadt. Und da haben wir uns ein ganz besonderes Abenteuer vorgenommen. Und zwar sind wir auf der Suche nach Minnie und Mickey Maus. Jetzt hier 2 Mädels aus Zwickau. Habt ihr Minnie und Mickey Maus getroffen? Nein, leider nicht. Aber andere. Oh. Jack Sparrow und so. Das Small World, das da hinten, das war niedlich. Ja, das war toll. Ja, die psychedelischen Glückslichter. Habe ich nicht gefunden, dafür aber ganz viele kleine süße Mäuse. So, jetzt sagt mir jeder von euch mal, was er gemacht hat. Was fandst du am besten? Gefahren. Space Mountain? Space Mountain. Oh. Space Mountain. Space Mountain. Space Mountain. Alle Space Mountain. Okay, was anderes außer Space Mountain? Was noch? Space Mountain auch. Und was noch? Diese Minenachterbahn war auch cool. Ansonsten Disneyland? Schön, super, toll. Nach Paris ist für uns immer vor Paris. Morgen schon oder übermorgen schon wird es dann an den Schreibtisch gehen und wir bereiten die nächste Staffel 2014 vor. Ich kann nur jedem empfehlen, sich rechtzeitig anzumelden, damit er auch in den Genuss kommt dieser wunderschönen Fahrt und dieser wunderschönen Abschlussfahrt zum Jugendweihejahr. Dein Highlight in Paris? Oh ja, nee, Disneyland würde ich jetzt sagen. Das fand ich jetzt irgendwie am besten. Ja. Bei euch? Ja, selber auch. Alles eigentlich, ja. Alles. Ja, es war sehr vom Eiffelturm bis. Ja. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns hier aus Paris, treten jetzt unsere Heimatreise an. Sind ja noch ein paar Kilometer, die wir jetzt rund 1000 Kilometer müssen wir jetzt wieder fahren nach Sachsen, beziehungsweise auch nach Brandenburg. Also eine lange Fahrt liegt vor uns, aber das werden wir jetzt auch noch hinbekommen. Wir sagen au revoir. Au revoir. Au revoir. In der Drehscheibe sehen wir uns gleich wieder, dann mit den aktuellen Meldungen. Sie
sichern Sie sich jetzt Ihr Urlaubsgeld im Möbelzentrum Großräschen und viele weitere Vorteile. Wenn Sie Ihre Traummöbel oder Ihre Wunschküche bis Samstag, den 27. Juli, bei uns kaufen, schenken wir Ihnen bis zu 1.500 Euro. Für den Urlaub auf dem Balkon gibt's ab einem Einkaufswert von 300 Euro ein 5 Liter Radeberger Bierfass gratis dazu. Ab 1.999 Euro bekommen Sie zu Ihrem Einkauf sogar einen Original Weber Premium One-Touch Grill geschenkt. Zusätzlich bieten wir die Sonderfinanzierung bis zu 36 Monate bei 0% Zinsen. Nutzen Sie unsere kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Fache das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Martina? Martina? Ich wollte nur Geld abheben. Einfach immer da, wenn man einen braucht. Das Sparkassen-Girokonto mit 25.000 Geldautomaten. Wenn's um Geld geht, na, na, na. Willkommen zurück zur Drehscheibe. Die sächsische Polizei und die Bundespolizei wollen ihre Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen weiter ausbauen. Das teilte das sächsische Innenministerium am Montag mit. Nachdem Anfang Juli die gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz ihre Arbeit aufgenommen hat, wird zukünftig die gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz eingerichtet. Diese wird unter anderem den ostsächsischen Grenzraum kontrollieren. Bereits im Mai hatten Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich und der sächsische Innenminister Markus Ulbich eine Sicherheitskooperation Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Mehr Meldungen sehen Sie jetzt in der Drehscheibe. Einen wahren Ansturm gab es am Samstag in Hoyerswerda auf das neue Ärztehaus in der Hermannstraße gegenüber dem Jahnstadion. Oberbürgermeister Stefan Skora hatte das Zentrumsgebäude der Augen MVZ Lausitz GmbH feierlich eröffnet. Es war gleichzeitig ein Tag der offenen Tür. Man konnte alle Bereiche besichtigen, bekam auf Wunsch eine kostenlose Augendruckmessung und weiteres. Im Gebäude befinden sich mehrere Arztpraxen, darunter auch für Kinder und ein supermoderner OP-Saal zur Augenheilkunde. Es gab daneben ein großes Kinderfest mit Hüpfburg und Clowns sowie kulinarisches vom Grill und Cocktails. Einen Feuerwehreinsatz gab es in der Nacht zum Samstag in Bröten. Hier musste ein Mann aus einer Tongrube gerettet werden. Der 41-Jährige war am späten Abend dort von seinem Bruder komplett feststeckend gefunden worden. Wegen Unterkühlung musste er anschließend behandelt werden. In diesem Zusammenhang wird auch gegen einen 22-Jährigen wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Er soll bei dem 41-Jährigen an der Grube gewesen, dann aber wohl einfach gegangen sein. Einen Unfall gab es am Sonntag auf der Straße zwischen Hoyerswerda und dem Brandenburger Tor. Kurz vor dem Abzweig nach Kleinpartwitz verlor ein 34-Jähriger in einer Kurve die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei könnte Alkohol zum Unfall geführt haben. Die nächste Bürgersprechstunde der Bundestagsabgeordneten Maria Michalk findet an diesem Mittwoch statt. Interessierte sind von 15 bis 17.30 Uhr in ihr Wahlkreisbüro in der Heinrich-Heine-Straße 6a eingeladen. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Anmeldung unter Telefon Hoyerswerda 60 51 87 gebeten. Über diese Nummer können auch individuelle Gesprächstermine vereinbart werden. Der Verkehrsverbund Oberelbe sucht Testfamilien. Diese müssen eine ganze Woche lang auf ihr Auto verzichten und auf Bus und Bahn umsteigen. Während der gesamten Testwoche werden die benötigten VVO-Tickets für alle Familienmitglieder gestellt. Nach der Autoabstinenz wird die beliebteste Umsteigerfamilie über Facebook anhand der meisten Gefällt-mir-Angaben gekürt. Zu gewinnen gibt es eine Jahreskarte für den VVO-Verbundraum. Bis zum 15. August können sich Interessierte im Internet unter vvo-online.de dafür bewerben. Im Hoyerswerda Stadtpark an der Lausitzhalle ist am Sonntag anlässlich des 80. Geburtstages ein Denkmal für die Schriftstellerin Brigitte Reimann eingeweiht worden. Das Geld für die Skulptur Die große Liegende haben fast 300 private Spender und zahlreiche Firmen aufgebracht.
Die Plastik aus Klinkersteinen und Edelstahl wurde vor zahlreichen Gästen, unter anderem von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff, Oberbürgermeister Stefan Skora und Ulrich Reimann, dem Bruder der Autorin, enthüllt. 8 Jahre hat Brigitte Reimann in Hoyerswerda verbracht, in einer kleinen Wohnung in der heutigen Hermannstraße entstand unter anderem die Erzählung Ankunft im Alltag. Und hier hat die Autorin auch die Idee für ihren letztlich unvollendeten Roman Franziska Linkerhand entwickelt. Damit hat sie der Stadt ein Denkmal gesetzt und gleichzeitig ihr ambivalentes Verhältnis zu ihr beschrieben. Mehr als 40 Jahre später stellt man sich hier immer noch den damals aufgeworfenen Fragen der Schriftstellerin und ehrt sie nun oder erst recht mit einer Skulptur zum Anschauen, aber auch zum Anfassen. Es ist sehr schwierig, ein geeignetes Material für solch eine Frau zu finden. Irgendwann war diese Möglichkeit da, Ziegelsteine, Ton, Mutter Erde, aus der Erde gewachsen und ein Material, was uns allen ein Dach über dem Kopf gibt, also die Häuser, die daraus gebaut werden, abgerissen werden, das ist sozusagen die Vergangenheit, der Ton warmtönig wie die Frau, das heißt ja nicht Vater Erde und der Edelstahl dazu ist ein Zeichen der Gegenwart, das, was uns umgibt. Ein künstliches Material, was bis zur Politur getrieben werden könnte. Und diese Kontraste wollte ich darstellen. Diesen Gedankenfluss vom Kopf in das Wasser zu leiten, das erschien mir als die beste Möglichkeit. Initiiert wurde das Denkmal vom Hoyerswerder Kunstverein. Allein aus Spenden wurde die Plastik finanziert. Das zollt Respekt, denn ist sicherlich nicht alltäglich. Die Skulptur selbst ist originell. Keine Bronzestatue einer Lesenden oder Schreibenden, sondern einer entspannten Frau in legerer Haltung am Wasser. Ja, sie hatte ein sehr gutes Verhältnis zu moderner Kunst. Und sie wäre froh, dass es ein Zeichen ist, das auf sie und auf andere Kollegen und Kolleginnen auch hinweist, Schriftsteller und Künstler. Und ich glaube, sie würde sich amüsieren, würde fragen, würde spotten. Mit dem Denkmal kann man alles machen, was fröhliche Menschen miteinander im Gespräch tun. Eine Frage, die Brigitte Reimann einst gestellt hat, kann man in Hoyerswerda küssen, wird offenbar noch heute gern beantwortet. Am Sonntag übrigens von Rainer Haseloff. Der Ministerpräsident verriet, dass er Anfang der 70er Jahre hier seine Frau das erste Mal küsste und es am Sonntag am alten Platz glatt noch einmal wiederholt hat. Sommer, Sonne und Hitze erwartet die Sachsen auch in dieser Woche. Das Hoch Jasmin bleibt uns noch bis morgen erhalten. Doch durch die extreme Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr im Freistaat. Das Thema Waldbrand beschäftigt uns übrigens auch in den nächsten Tagen in der Drehscheibe. Gleich sehen Sie die Wetteraussichten. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Sommerzeit ist Badezeit. Wir wollten in der Umfrage der Woche von Ihnen wissen, welcher See in der Region Ihr Lieblingssee ist. Das ist der Senfenberger See und der Partwitzer See. Da fahren wir öfter mal hin, hier, vor allen Dingen auch hier Partwitzer See, hier im Breiterhof und so. Das ist ein sehr schönes Erholungsgebiet. Vor allem, man kann auch mit Fahrrad hin. Man ist nicht unbedingt auf ein Auto angewiesen, kann mit Fahrrad fahren. Und das Schöne ist ja eben hier dieser Shuttle, dieser Bus, der ja hier auch mit Fahrrad mitnimmt. Und da kann man dann schön fahren. 3 Weibern. Was machen Sie da so? Baden gehen. So schön dort. Es ist jetzt, nachdem sie den Strand verbreitert haben und Toiletten, man kann sich was zu essen, zu trinken holen und das Wasser ist in Ordnung. Deswegen ist auch nicht so weit. Mein Lieblingssee, der Geierswalder. Warum? Da waren wir früher mal schon baden, noch vor Jahren, wo er noch nicht so touristisch erschlossen war. Das war mal ein schöner See, der war bei uns in der Nähe, weil wir in der Elsterheide eben gewohnt haben. Und ja, weil es schön war. Und jetzt entwickelt sich's ja schön. Jetzt kann man schön mal mit den Inlinern oder mit den Kindern rumherum fahren. Deswegen.
Der Bärwalder See. Das Wasser ist gut, der Ausblick aufs Kraftwerk in Boxberg. Einfach cool. Der Koschner See. Ich finde ihn sehr sauber. Viel Leute los, viel Action. Wunderbar. Ja, bis jetzt war es immer der Knappensee bei mir. Nur ansonsten, naja, Scheibesee war was. Naja, sonst komme ich nicht. Und der Senftenweiher, Kröschen. Der ist der erste an der Stelle. Ja, erstmal komme ich von der Ecke, ne, und zweitens gefällt es mir dort. Ne. Und jetzt kann man auch schön dort langfahren durch den Kanal und alles, was da ist, das ist noch schöner geworden. Ne. Also mir gefällt es. Ein Senftenweiher. Warum? Weil es nah ist mit dem Fahrrad. Oder Geierswaldschenabend, geht auch. Ist auch gleich gefahren ungefähr. Ja, der Drei-Weiberner See, ne? So heißt er. Okay. Tja, das ist einer, der am ehesten fertig war. Und da ist es schon ein bisschen idyllisch, finde ich. Für Kinder sehr schön. Ja? Ah, der Geierswalder See ist es. Da ist noch schönes Wasser, schöner Strand. Doch, der ist es. Wie Sie soeben gehört haben, das Lausitzer Seenland hat so einiges zu bieten. Das Elsterwelle-Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Baden und gute Erholung. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda heißt es am Dienstag ab 10 Uhr Bello und Co. Hundefreunde der FSG Medizin sind zu Gast und werden den Kindern viel Wissenswertes vermitteln. Um 14 Uhr beginnt der offene Freizeittreff, das Motto dann der Farmgarten ruft. Im Fanprogramm des Jugendclubhauses Ossi in Hoyerswerda ist am Dienstag ab 10 Uhr Ferienfilmtag. Mit Popcorn und einem lustigen Film wird der Tag zu einem Erlebnis. Innerhalb des Sommerferienprogramms des NATS heißt es am Dienstag zum einen ab 14 Uhr, wir stellen uns eine Sammlung aus Mikromounts des Orslinger Bruches zusammen und zum zweiten komm in die Holzwerkstatt, baue und gestalte dir einen eigenen Türklopfer mit einem Vogelmotiv. Selber werkeln und basteln ist angesagt. Im Lausitzer Küchenhaus in Hoyerswerda an der Bonhoeffer Straße wird am Dienstag gefeiert. Zum einen 24 Jahre erfolgreicher Möbelhandel Thomas Teske und zum anderen 2 Jahre Lausitzer Küchenhaus eben in der Bonhoeffer Straße neben der Stadtbibliothek. Die Besucher können alles Neue in Sachen Küchen erfahren und sich so manches Geburtstagsangebot sichern. Ab 9 Uhr gibt es ein Kochevent der Extraklasse. Interessierte können sich von der Faszination hochwertiger Qualität überzeugen. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in Hoyerswerda in der Schweizer Straße sind am Dienstag ab 9 Uhr junge Muttis mit ihren Kindern zum Frühstückstreff eingeladen. Seniorensport ist ab 10 Uhr bei der Volkssolidarität im Vereinsdomizil in der Mannstraße 37. Der Kulturbund lädt am Dienstag zum Picknick bei Monika und Bärbel ein. Treff ist um 13.30 Uhr im Domizil in der Langen Straße. Von da geht's mit dem Auto oder Fahrrad in die Gartengemeinschaft Grüne Aue. Beim Diakonie-Sozialwerk im Laurentiushaus im Mittelweg 2 in Hoyerswerda gibt's für Interessierte ab 15 Uhr das Seniorensingen. Und ins Martin-Luther-King-Haus in der Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda wird am Dienstagabend ab 19 Uhr zum Handarbeits- und Klöppeltreff geladen. Nachts meist wolkenlos und überall niederschlagsfrei bei Tiefstwerten um 15 Grad. Am Dienstag gibt es dann wieder Sonne pur. Die Tageshöchsttemperaturen sollen 28 Grad erreichen. Das war die Drehscheibe für Montag. Morgen geht es bei uns unter anderem um einen Sternschnuppenregen, der im Juli und August im Freistaat erwartet wird. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.